Salut, wir sind heute machen wir die Bekanntschaft von einer mittelalterlichen Musikgruppe, die entschieden hat, mit elsässischen Künstlern zu arbeiten, um eine ganz neue CD rauszubringen mit elsässischen Liedern. Los geht's! Alle zwei Musikant haben sich die zwei Kumpels eine gemeinsame Liedschaft von der mittelalterlichen Musik gefunden. So ist der Gruppe Golien während dem Covid entstanden. Amour, me c'est mon éproi de chanter si chanterai, puisque la belle m'emploie, Jeanne Lan, est-ce qu'on dirait, car je l'aime et aimerai, nagea depuis ses nivois, ses délits départirait, pour lier mes cœurs en joie. Golien, si on veut, c'est un mot inventé par rapport au terme des goliards, qui étaient des clercs, des froqués, contestataires, qui chantaient des chansons à l'époque médiévale. Il y a tellement de châteaux forts par chez nous que on s'est toujours intéressé qu'est-ce que c'était ces châteaux forts, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc on s'est intéressé à l'époque médiévale, naturellement, et on s'est aussi retrouvé autour de notre passion commune pour notre instrument, qui est un bouzouki. De fil en aiguille, on a compilé tout ça. Notre CD auf Latinisch und andere mittelalterliche Variante haben sie entschieden, Vierter rauszubringen, auf Elsässisch das Mal, obwohl beide unseren Dialekt nicht beherrschen. Singen kann ich, aber anständig reden, ist nicht so einfach. Donc, mais j'aime bien chanter et même écrire en alsacien. Il y a plein de gens qui parlent alsacien couramment, qui ne savent pas écrire l'alsacien. C'est surtout oral, mais moi j'aime bien écrire en alsacien. Le Schnee ist schlimmfisch gefallen, viel zu frei für die Zeit. Sie werfst mir ein Schneeball, sie wäre noch heimisch. Du werfst mir ein Schneeball, drei noch heimgeben. Super. Von der Gelegenheit haben sie mehrere elsässische Künstler eingeladen, um mit ihnen zu singen. 11 Lieder, manchmal uralt, die sie gemeinsam frisch arrangiert haben, wie das Lied vom 16. Jahrhundert, wo vom Wind ritt. Ich habe das Lied schon gekannt durch den Zupfgeiger Hansl. Vor längerer Zeit. Und das Lied hat mir sowieso gefallen. Dann habe ich gedacht, warum soll ich nicht wieder singen? Auch auf meine Art. Oh, ihr bleibt ganz blieben, Schwalben kommen zurück. Und Special singt sein Lied, lustig unter der Brücke. Und Special singt sein Lied, lustig unter der Brücke. Der Text existiert in vier verschiedenen Versionen, genau wie die Musik. Darum habe ich mir auch erlaubt, eine vierte Strophe dazu zu schreiben. Wie nicht existiert. Das ist eine Hoffnungsstrophe, hinterher kommt es früher immer wieder. L'idée, c'était de prendre vraiment des traditionnels qui vont de 1200 à, on va dire, jusqu'au 19e siècle, début 20e siècle. Mais l'idée, c'était de leur donner vraiment un caractère, on va me détester de dire ce terme-là, mais déteutonisant, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire ne pas avoir l'accent prussien de la blues music, donc de ce qui est arrivé des pays de l'Est. L'idée, c'était aussi de redonner à cette musique alsacienne la couleur celtique qu'il y avait autrefois. Lieder, die als Richtung von unserer verschiedenen elsässischen Sprachfamilien zu hören gibt. Melüse, Strasbourg, Zauberer. Unsere unterschiedlichen Akzente wären in den Vordergrund gesetzt. Von Dédé Flic ist die mittelalterliche Musik eine Premiere. 1, 2, 3, 4. Und sing Schnuckalo. Und sing Schnuckalo. Ja, das ist eine Premiere auch für mich. Ich habe nicht gewusst, dass ich mal mittelalterlich auftreten darf. Aber man ist nie am Ende. Der Gérard Leser und der Jean-Pierre Albrecht haben auch mitgemacht, ein Projekt von der Region Ingerstitzt. Der Hans im Schnuckeloch hat alles, was er will.
Und platziert seit an unserer Frach oder Frech mit dem Jean-Claude Iltis, ehemaliger Bäcker, meilleur ouvrier de France, wo am allerliebsten Bürobrot mit Grumbeere esst, ja, ja, ein Genuss von. Jean-Claude Iltis, ich bin von Sulzra, wohne schon 45 Jahre in Virowal. Im Leben bin ich Bäcker und habe in einer Schule geschafft. Ich bin 50 Jahre lang in die Schule gegangen, auch noch. Weissbrot oder Vollkornbrot? Oh, lieber Bäuerbrot. Das hält sich gut und dann hat es einen guten Geschmack. Und dann noch mit ein bisschen Süßteig drin, dann ist es ein Genuss. Mit was am liebsten? Kavisaria, das vorsteht nehmen wir noch, mit Hartäpfeln oder mit Nudeln. Auch Brot und Hartäpfel, das ist ein Genuss. Was machst du noch? Ich mache Bierbrot vielmal. Und dann mache ich Brot oder mache ich viel Brioche für die Angler. Crémateuse, das ist ein Brioche-Teig, den machen wir mal Lob mit Crémant. Und du hast auch Ikora? Ja. Vielmal, vielmal. Vor allem, wenn wir als Visite bekommen, muss ich kochen. Ne? Und wenn sie da sind, seid froh, ohne Fee. Wir haben das gemacht. Ne? Bist du frach oder frech? Im Oberland sind wir frach. Dina Christ, stolz. Aber der Titel Meilleur Ouvrier de France. Doch, wir sind jetzt viel, wir sind glaube ich 100 Stück im ganzen Frankreich. Donc, das ist schon ein bisschen ein Stolz. Ne? Und Dina Christ, fahrlich? Zu viel Asa. Noch meiner Freude.